Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Minecraft Odyssey bzw. Rustic Water. Wie ich mitbekommen habe, sind die Folgen irgendwie nicht so in der Reihenfolge, wie sie sein sollen. Aber gut, das werden wir auch noch hinbekommen. Ja, ich muss mich wieder mal bei euch entschuldigen. Ich habe es immer noch nicht geschafft, Daily-Folgen zu hochzuladen, obwohl ich inzwischen meinen Rechner wieder hinbekommen habe. Ich konnte soweit auch erstmal alle Daten retten und jetzt kann es wieder weitergehen. Und ja, was ist so passiert? Im Endeffekt in der Hinsicht offline. Danke fürs Holz. Ich habe oben die Etage noch zu Ende gebaut, so wie ich gesagt habe. Die sieht jetzt so aus. Der Cookofen ist dahin nach oben verschwunden und ich habe unser E-System in der Hinsicht habe ich komplett neu bzw. vergrößert. Okay, da läuft noch alles. Wir müssen noch so einen Kopf machen, wie wir denn das weiter hinkriegen. Wir haben hier ein bisschen Platz. Gut, für 92.000 Item-Sets. Und ein paar haben wir auch schon. Jetzt muss ich mal überlegen. Das Questbook haben wir hier. Wir müssen mal gucken, wie wir jetzt weiterkommen. Hier waren wir ja komplett fertig. Und hier waren wir in dem Fall jetzt. Habe ich den noch nicht gebaut? wir brauchen also... Ach ja, ich habe auch hier mehr Sachen gebaut, damit wir hier mehr Loot bekommen. So, dann müssen wir mal kurz gucken, ob wir die hatten wir vorbereitet und die Bricks auch, ne? Nein, Bricks haben wir keine. Mann. Das heißt, wir brauchen Ton. Noch massenhaft haben. Nur jetzt alle in dem ME-System zu finden, das haben wir gar nicht mehr. Okay. Wenn wir mal kurz tauchen. Irgendwo hier bei Clay nicht tun. Ist noch auf Englisch. Ich muss es noch umstellen nach der neuen Zollation. Clay. Ein Material rein. Ne, haben wir wirklich nicht mehr. Also, wir können das auch mal hier nehmen und in unser ME-System werfen. Geht nicht, das brauchen wir. Wie gesagt, jetzt sollten Questbook schon wieder reingeworfen. Dankeschön. So, wir machen das in dem Blacksmith Table und brauchen dafür noch Pure Water. Wo ist unser Gold? Einmal hier. Jetzt craften, ne?
bitte. Und umwandelt mit Ratti ist am Arbeiten. Und da kriegen wir zwei Stück von raus. Wie viel brauchen wir davon? Achte. Wie viel brauchen wir denn noch? Das heißt, wir müssen noch ein bisschen tauchen gehen. So, vierer. Habe ich hier noch Night Vision Test. So, nochmal 8 Minuten Night Vision. Und dann war das, glaube ich, mit einer Spitzhacke. Mal nochmal schnell gucken, das war das Zeug. Okay, nein. Mal schnell abbauen. Müssen wir so hoch? Dann haben wir gleich keine Luft mehr. Müssen doch endlich mal bis zu den oben. Clay. Wir haben auch gleich mal ein Steak in den Ofen backen. Ich stelle gerade fest, wir haben die Salzung verbrennt. Reichen. Die Uhr können wir hier auch noch mal reinkippen. Wie ist es? Ja, ist sehr gut, Chili Willi. Immer noch mal. Die sollte da gar nicht rein. Aber was soll's. Wir brauchen mal davon eigentlich 8 Stück. Also, weiter Tape ist alter. Die Bricks. Die nächsten zwei werden hier fertig. Hat man hier umschalten? Ne? Ja. Haben wir 4, 6. Eh noch.
dafür, die kriegen dafür. Ein Engineering Hammer, wow, den haben wir uns schon gebaut. Den brauchten wir doch gar nicht mehr. Nicht so schlimm. Dynamit. Gunpowder und was wir viel später erst rauskriegen. Das heißt, wir kommen bei Dynamit schon mal nicht weiter. So viel LED. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mal LED. 12 mal LED. Das machen wir natürlich in Blacksmith wieder. Oh Gott, hoffentlich kann ich mir das merken. Also wir nehmen die hier. Hier. Und hier. Dann können wir unsere Ratte oder so entlassen in der Hinsicht. Also die brauchen wir nicht mehr. Da brauchen wir einen Hammer und wir brauchen noch zwei Pistons. Pistons. Cobblestone Eisen. Also. Wir haben gar keinen. Also Eisen. Iron. So, war das. Schwer. Whetstone. Schwer. Müssen wir uns aus Stone machen. Dazu müssen wir irgendwo aus Stone haben. Hier haben wir 8, aber die werden nicht reichen, ne? Oh, da ist schon wieder was kaputt. Dann nochmal 5. Nummer 6, die müsste jetzt reichen. Oh, ich muss mir unbedingt nochmal neue Netze machen. So, die müssen wir jetzt hinstellen und dann müssen wir uns eine Spitzhacke bauen. Hab ich nicht schon. Warte, halt doch. Muss ich eine Crafting Box gemacht. Die hätte ich da wohl nicht hinstellen sollen. Die hätte ich woanders hinstellen sollen. Und so sind wir jetzt auch drin. Aber das Ding brauchen wir unbedingt. So, jetzt können wir uns ein bisschen durften. Nein, können wir noch nicht, weil wir immer noch nicht genug Bruchstellen haben. Chili Willi, geh aus dem Weg, du störst gerade. Jetzt
trotzdem kocht wieder nur ein. Ist ja egal. So, die backen wir jetzt in den Blacksmith Table. Und auch noch den Hammer. Und kriegen dann Steel Hammer. Na gut, den stellen wir mal hier hin. Wenn ich wüsste, was hier noch reinkommt. Damit wir das Ding benutzen können. Gut, wenn wir bestimmt rauskriegen. Also auf jeden Fall Wasser. Dann kriegen wir einen Soundmuffer und eine Spitzhacke. Das ist schön. Spitzhacke kann man mehr brauchen. So, probieren wir den nächsten Quest aus. Ja, gut. Das Ding können wir mit dem Ding machen. Aber die Frage ist immer noch. LED. Haben wir da. Aber wie funktioniert das Ding? Tin und LED brauchen wir. Und Stahl. Wie kriegen wir Stahl hin? Haben wir nicht gerade eben massenhaft davon gehabt? Ja, ja klar, wir haben es da. So, das packen wir hier rein. Hier empty. Die Frage ist, was kommt da rein? Wo beziehungsweise wie bedient man das? Wenn wir unser Rad hier auch mal was zu fressen geben. Du bekomme ich das jetzt, Dankeschön. Und du bekommst dafür zehn. So, in der nächsten Zeit gucken wir mal nach, was wir für Stil brauchen. Ja, die Frage ist, was brauchen wir für sie? Wie kann man Stil herstellen? Stil Ingot. Schweizer. Dazu bräuchten wir aber schon Strom. Das ist, ohne Energie kommen wir nicht an Strom. Und dementsprechend können wir uns keinen Stahl herstellen. Das heißt, wir brauchen jetzt Strom. Da sollten wir mal im Questbook nachgucken. Jetzt ist alles das Falsche.
Strom könnten wir mit. Womit könnten wir Strom herstellen? Den kann ich nicht mal bauen. Also, ich kann die Quest nicht mal aktivieren, weil uns unten eine Anfangsquest davon fehlt. Frage ist, was kommt hier rein, damit es arbeitet? Könnten wir mit normalem Wasser probieren. Was auf der anderen Seite war. Da sind wir gerade sehr aufgeschmissen. Weil wir jetzt so nicht Sponge. Die Frage ist, ob es hier irgendwas mit Ember gibt. Weil ich weiß, dass man mit Ember. Strom herstellen konnte. Das würde Ember sein hier, aber. Da komme ich nicht hin, ohne dass ich was gemacht habe. Das die macht auch, ne? Das ist Clay und Chemical. Clay. Im Chemical Table. Hab ich, doch hab ich. So, was brauchen wir dafür noch? Zum Bronner. Okay, haben wir auch nicht mehr. Machen wir uns wie Eisen und Holz. Naja, die haben wir ja. Echt nicht. Ich dachte, wir können den gleich aus Holz machen. Gut, wir können auch den immer haben. Glas, Nickel und Glas und Nickel. Hallo Glas. Glas haben wir noch. Und Nickel hoffentlich auch.
jetzt. Was mache ich jetzt hier falsch? Das Ding und wir brauchen Swap. Und Swap macht man. Das Ding machen wir wieder aus. Da kommen wir immer wieder da drauf. Hier wären wir schon bei M. Willst du mir sagen, wie wir da rankommen? Wenn wir das damit machen können, aber das macht das Ding ist auch so ein Bronze. Da stecke ich gerade wieder fest. Also, wir können ein bisschen Resinfummel. Ich glaube, das. Aber das ist ja keine Maschine, ne? Das war fest. Und dann müssen wir es trotzdem mit dem Pute entsorgen. Den haben wir schon. Sehr, sehr. Wenn wir versuchen, Holz hier drin. Geht das überhaupt? Aber dann kriegen wir das auch nicht flüssig, ne? Für diesen Swap Dust, aber diesen Swap Dust kriegen wir ja auch nicht flüssig. Wir können das ja nicht mehr reinhauen. Dies funktioniert nicht. Ich weiß nicht mal, wozu die gut war. So, hier hätten wir noch was, aber das ist die Frage, wie funktioniert das. Ich glaube, ohne Strom funktioniert das auch nicht. Das heißt, wir brauchen irgendwas, um Strom zu machen. Resinfunnel. Es ist der Teil, aber
Maschine. Zwar glaube ich die hier. Wir brauchen Linium, wir brauchen Goldgiers. Linium, ja, Linium machen wir hier wieder. Linium. Beziehungsweise damit. Was ist das für eine Maschine? Dazu müsste man wieder Linium haben. Und da wäre das nächste Problem, dass wir nicht mal Linium besitzen. So, wir könnten Linium mit einem Allosmeter machen. Das heißt, wir brauchen Glowstone. Wie bekommen wir Glowstone? Wir sind gerade komplett am Hintern, weil wie komme ich in den Nether? Ihr habt mal die Möglichkeit, mir zu schreiben in den Kommentaren, wie ich in den Nether komme. Ja, vielleicht sind wir beim nächsten Mal schon drin. Ansonsten danke ich euch für die Hilfe. Bye bye, ciao, ciao.